Ja, Jesus sagt, dich ist mein Body, dich ist mein Blut. Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Not this looks like my body, not this looks like my blood, dich ist mein Body. Er sagt nicht, das sieht aus wie mein Leib, das sieht aus wie mein Blut, sondern er sagt, das ist mein Leib. We know, when we pray, Lord, Jesus is present. Wir wissen, wenn wir alleine beten, ist Christus gegenwärtig. Und wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind im Gebet, ist er auch gegenwärtig. Das ist die spirituelle Gegenwart Jesu. Aber in der Heiligen Eucharistie, in der Heiligen Messe, haben wir die körperliche Gegenwart Jesu. Wir können ihn sehen, ihn berühren, wir können sein Leib essen und sein Blut trinken. Nicht nur eine spirituelle Gegenwart, sondern eine körperliche Gegenwart. So let's go more. In our faith in the Holy Eucharist. So wollen wir mehr heranwachsen in unserem Glauben an die Heilige Eucharistie. Yeah, in your family life to grow blessing from Jesus, go to Holy Mass and have communion and you see blessing flowing to your family. Um in unserem Familienleben Segnungen von Jesus zu beziehen, wollen wir jeden Tag in die Heilige Messe gehen und in der Kommunion werden wir Segnungen für unsere Familie bekommen. After the Mass, we have an adoration where I'll be praying with you for your inner healing. Nach der Heiligen Messe werden wir eine Anbetung haben, wo ich für euch beten werde für innere Heilung. And then to have the continuous healing in your life, you must go to Holy Mass. Und dann, um die beständige Heilung in eurem Leben zu haben, müssen wir in die Heilige Messe gehen. Yesterday, when we receive His body and blood, we receive healing. Both in mind and body. Jeden Tag, wenn wir sein Leib und sein Blut empfangen, so empfangen wir auch Heilung an Leib und Seele. You know, many esoteric centers say about holistic healing. Ihr wisst, viele esoterische Zentren sprechen über ganzheitliche Heilung. That means healing for the soul, for the body, for the mind, etc. I don't know, many Catholics go to this holistic healing. Und das heißt Heilung für die Seele, für die Psyche, für den Leib und so weiter. Und ich weiß, dass viele Katholiken diese ganzheitlichen Heilungszentren nachgehen. But I tell you, my children, we get holistic healing here in the Eucharist. Aber ich kann euch sagen, meine Kinder, wir haben hier die ganzheitliche, völlige Heilung hier in der Eucharistie. Yeah, the presence of Jesus heals our soul, our mind and the whole body. Ja, die Gegenwart Jesu heilt unsere Seele, unsere Psyche und unser ganzen Leib. Yeah, it's a healing sacrament. Das ist ein heilendes Sakrament. You know, before the Holy Communion, when the priest say, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Wisst ihr, vor der Heiligen Kommunion, eher der Priester sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. And we say, we are unworthy, Lord, that you come under my roof, under the roof. Und da wo wir sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du Eintritt unter mein Dach. And just before that, priests have a prayer. Unmittelbar davor haben die Priester ein Gebet. Lord, we are unworthy to receive your body and blood. Herr, wir sind nicht würdig, um dein Leib und Blut zu empfangen. May this become a source of my healing and my health. Möge mir das zum Heil und Gesundheit gereichen. Just I read the prayer citation. Ich lese das so, wie sie im Messbuch steht. Sie, Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe mir nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Halleluja. Halleluja. So, every communion brings Segen und Heil. So, jede Kommunion Segen und Heil. Halleluja. Halleluja.